Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit mir unterwegs seid und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist so geil, wieder auf dem Bike zu sitzen. Ich habe es schon mal erwähnt. Zurzeit schaffe ich es nur aufs Motorrad, wenn ich auch tatsächlich Videos aufnehme. Und das muss sich definitiv ändern. Ich finde einfach sonst keine Zeit dafür. Neben meiner Arbeit und dann eben noch mit dem ganzen Videos schneiden und bearbeiten. Es geht einfach nicht anders. Dafür ist es aber immer wieder viel, viel geiler, wenn ich dann wieder Videos aufnehmen kann und dann natürlich auch Motorrad fahren kann. Einfach schön. Habe ich gleich wieder gute Laune. Ja, Freunde, worum geht's heute? Ihr habt es safe schon im Titel gelesen. Ihr seid ja auch nicht ganz blöd. Und der Titel ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr auf das Video geklickt habt. Es wird heute ein etwas ernsteres Thema. So kann man das, denke ich, sagen. Und zwar spreche ich da aus meiner eigenen Erfahrung. Ich will gleich vorweg sagen, es ist kein negatives Thema. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sein Traumbike hat. Aber es gibt eben gewisse Dinge zu beachten, beziehungsweise die man sich ins Gedächtnis rufen muss, bevor man sich sein Traumbike kauft. Ich werde euch heute erklären, warum euer Traumbike euch nicht glücklich machen wird, wenn ihr es dann besitzt. Da gibt es viele Faktoren. Aber erstmal muss ich tanken, denn sonst läuft hier gar nichts. Vergleichen wir das ganze Thema vorerst einmal mit Essen. Ihr kennt es doch, wenn ihr lange nichts esst und dann einkaufen geht. Wenn ihr wirklich schon, sagen wir, ihr habt seit in der Früh, seit ihr aufgestanden seid, nichts gegessen und es ist Abend und ihr wollt dann noch einkaufen gehen und ihr habt so richtig Hunger. Ihr geht in diesen Supermarkt rein und auf einmal sieht alles irgendwie lecker aus. Ihr habt irgendwie auf alles Bock und dann kauft ihr Scheiß, den ihr normalerweise niemals kaufen würdet. Und jetzt vergleicht es mal damit, ihr habt gerade gegessen und ihr habt euch so richtig den Bauch vollgeschlagen. Ihr seid so richtig am Sterben. Ihr wurdet gemästet. Und dann geht ihr in den Supermarkt rein. Was kauft ihr? Auf jeden Fall mal nicht so viel, wie wenn ihr Hunger hättet. So im Prinzip ist es auch, wenn ihr euer Traumbike holt. Ihr müsst immer daran denken. Man will immer das, was man nicht hat. Und bei mir war es genau das Gleiche. Ich habe schon, ich sage jetzt mal, zwei meiner Traumbikes gehabt. Jeder hat natürlich mehrere, aber manche haben, beziehungsweise bei mir ist es auch so, ich habe genau ein Bike, was ich definitiv irgendwann mal haben will. Das Traumbike. Ich finde viele andere Bikes schön, aber das eine ist das eine. Mein erstes Traumbike war damals meine 600er CBR. 2015er Baujahr, 2016 zugelassen, also das 2016er Modelljahr. Eine der letzten der 600er. Bevor ich die hatte, war ich richtig gehypt auf das Ding. Ich konnte es wirklich kaum erwarten, dieses Bike zu fahren. Absolut überhaupt nicht. Das war für mich zu dem Zeitpunkt der Traum. Die R1 war da auch schon mein Traum, aber die konnte ich halt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht fahren, weil ich halt einfach noch nicht den großen Führerschein hatte. Also habe ich mir die 600er CBR rausgesucht. Und als ich sie dann hatte, die ersten paar Fahrten waren mega fett, übel. Und diese Kurve ist dann eben so langsam abgeflacht. Es war immer geil, das Ding zu fahren, aber es war dieser Hype nicht mehr so da. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann es aber besser erklären an der R1 jetzt. Die R1 war schon immer mein Traumbike. Eigentlich war es immer die RN22, aber die hat kein ABS. Trotz alledem, ich fahre seit ich 16 bin Motorrad und seitdem war die R1 mein Traumbike. Und ich konnte es wirklich all die Jahre nicht erwarten, das Ding zu haben, das Ding zu besitzen, dass das Ding in meiner Garage steht und dass ich das Ding tagtäglich fahren kann, dass ich die Möglichkeit dazu habe, dass ich irgendwann sagen kann, hey, das Ding, das ist meins. Und seit die hier rausgekommen ist, bin ich dann eben umgeswitcht
auf die RN32, auf diese hier, weil ich von Anfang an wusste, ich will eigentlich kein Bike ohne ABS fahren. Ja, manche von euch werden das kritisieren, aber ich bin halt einfach ein ABS-Kind. Ich brauche ABS, beziehungsweise ich möchte ABS einfach haben, auch wenn es nur für meine mentale Sicherheit ist. Also wenn ich weiß, okay, ich habe ABS und wenn es mal wirklich eng wird, dann kann ich es benutzen. Dann bleibe ich auch stehen. Und die RN22 gibt es eben nicht mit ABS. Leider. Und dann ist die hier rausgekommen. Torquesel, ich sag's euch. Mich direkt verliebt in das Teil. Und sie hat ABS. Und bei einem Moped mit 200 PS bin ich der Meinung, ist ABS eigentlich essentiell. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Darum geht's jetzt gar nicht. Worauf ich hinaus möchte. Ich fahre mein Traumbike. Genau jetzt, in diesem Moment. Und es ist nicht so geil, wie ich es mir anfangs vorgestellt hatte. Klar ist es geil, versteht mich nicht falsch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Bike fahre. Und ich bin froh darüber, dass ich die Möglichkeit habe, das Ding zu fahren. Weil die Dinger sind nicht günstig. Bin dankbar dafür. Aber hier geht es nur um die Gefühle, die ich beim Fahren habe. Und die sind nicht so stark, wie ich es mir anfangs vorgestellt habe. Ich habe mir immer so gedacht, yo, wenn ich dann das Bike habe, dann bin ich der King. Aber du fährst nicht pausenlos mit diesem Gefühl durch die Gegend. Und ich habe im ersten Monat, wo ich das Bike besessen habe, gemerkt, das ist geil, aber es gibt noch geilere Sachen. Es gibt noch geilere Bikes. Und das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Du wirst vielleicht glücklich darüber sein, dass du endlich dein Traumbike hast. Aber du wirst nie so richtig damit zufrieden sein. Das ist einfach die Natur des Menschen. Der Mensch will immer das, was er nicht hat. Diese Gewohnheitskurve, die steigt halt immer weiter an. Beziehungsweise ich formuliere es anders. Diese Hype-Kurve flacht immer mehr ab. Ich habe das Ding und ich weiß, dass es geil ist. Aber es ist nicht so geil, wie ich es mir gedacht habe. Der Kick von dem Bike geht halt irgendwann weg. Der Mensch gewöhnt sich halt dran. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und nach einer Zeit weiß er einfach nicht mehr wirklich zu schätzen, was er hat. Weil es einfach, ja, Gewohnheit ist, weil er sich halt einfach dran gewöhnt hat. Dazu kommt, dass du die Nachteile von deinem Traumbike erst merkst, wenn du es hast. Wenn du es wirklich besitzt und wenn du es eine Zeit lang besessen hast. Zum Beispiel im Fall von meiner R1. Ein ganz großer Nachteil ist die Sitzposition. Ich wusste, dass das Ding für die Rennstrecke konzipiert ist, nicht für die Straße. Und einfach nur so umgebaut wurde, dass du es auf der Straße einigermaßen fahren kannst. Die Sitzposition ist so brutal aggressiv und so hoch. Im Vergleich zu anderen Tausender Supersportlern ist das Ding hier von der Bequemlichkeit her, wie als würdest du auf einem Skateboard sitzen. Ein Skateboard mit zwei Henkeln. So fühlt sich das an. Sitz steinhart. Sitzposition extrem hoch und die Höhe der Lenkerstummel ist auf der gleichen Höhe wie der Sitz an sich. Du sitzt so brutal aggressiv auf diesem Ding. Und ich mit meinen 1,71 fühle mich natürlich pudelwohl auf dem Teil. Natürlich nicht. Nach längeren Strecken wird es halt dann einfach unbequem. Weil du halt gerade ich in meiner Größe und dann habe ich auch noch relativ kurze Arme, sitze brutal weit nach vorne gelehnt. Und dem kannst du nicht entkommen. Dazu kommt einfach die Kosten vom Service. Ich habe letztens einen kleinen Service machen lassen. Der musste einfach gemacht werden. Habe ich 500 Tacken dafür bezahlt. 500 Tacken für einen kleinen Service. Da ist dann zwar noch das... Die Kennzeichenbeleuchtung ist dann noch dazugekommen. Also insgesamt war man nur bei Service, ohne irgendwelchen Arbeiten, bei 450 Euro. Trotzdem, 450 Euro für einen kleinen Service ist schon echt, echt... Und das weißt du halt auch erst, wenn du das Bike hast. Klar, du kannst dich darüber vorher informieren. Und es variiert natürlich von Händler zu Händler. Aber trotz alledem ist es nicht günstig, so ein Bike im Unterhalt zu haben. Dazu kommt einfach Steuer, dazu kommt Versicherung, das ganze Gedöns. Das muss man halt alles abwägen, bevor man sich das Teil holt. Und dann halt auch noch der Spritverbrauch. Das Ding schluckt wie Sau. Um das alles nochmal zusammenzufassen. Nicht, dass ihr mich jetzt irgendwie falsch versteht oder sowas. Es ist geil, wenn man sein Traumbike hat. Absolut. Es macht Spaß, weil du einfach in den meisten Fällen schon längere Zeit von dem Bike geträumt hast und du es dann endlich hast. Und du freust dich jedes Mal, dich draufzusetzen, den Motor zu starten und einfach zu fahren.
Aber es wird dich nicht glücklich machen. Es wird nicht deine allgemeine Stimmung verbessern. Nur weil du jetzt endlich dein Traumbike hast. Und das war's mit dem heutigen Video. Es freut mich, dass ihr wieder mit mir unterwegs wart. Folgt mir auf Instagram, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, Jay ist raus.